Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Enigmates, vermisst in Maple Creek. Wir waren ja beim letzten Mal an dieser Stelle. Ohne ein Seil ist es nicht viel Nütze. Da hast du. Jetzt schnappst dir. Okay. Aha. Anscheinend ist hier noch was zu tun. Und ja, man merkt wahrscheinlich immer noch, dass mein Stimmchen ein klein wenig angegriffen ist, aber ich denke mal, das hat sich ein bisschen gelegt seit dem letzten Mal. Naja, in meinen letzten Videos war ja schon teilweise zu merken, dass ich ein klein wenig angegriffen war. Und naja, ich habe ja immer gehofft, dass das nicht so hundertprozentig sichtbar ist. Was? Aha, anscheinend muss man hier irgendwas machen. Entschuldigung. Oh Mann. Naja, ich sollte wohl damit aufhören. Naja. Okay, genug Najat. Bleibt nur zu hoffen, dass ich das jetzt jedenfalls. Tipp. Ja. Was denn? Naja, wie dem auch sei, jetzt gehen wir da oben hin. Das Brett ist doch schon dreimal abgefallen. Na, was soll's. Also, ich finde es doch sehr mutig. Das ganze Haus hier sieht so verfallen und zerstört aus, wenn das dann anscheinend das einzige halbwegs heile Zimmer ist. Würde mich nicht wundern, wenn ihr die Bude über dem Kopf zusammenbricht. Okay. Das hätten wir dann. Schön. Na dann, auf zum einsamen Haus, das einsam ist. Der Boden hat einen Riss. Und wie stopfen wir den Riss? Lieber Heinrich, was dann? Naja. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Na denn, ein weiteres Vorhängeschloss. Eigentlich wollte ich sagen, Wimmelbild. Ach, ich bin halt ein bisschen durcheinander. Naja, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch der Hals kratzt und ihr nicht schlucken könnt? Nicht gerade witzig, wenn dann das passiert und wenn die Stimme sich so schön kratzig anhört. Aber ich hoffe ja immer, dass man das nicht ganz so doll an den Videos hören muss, kann, darf, soll. Und deshalb produziere ich meistens ein paar Videos vor, solange es mir noch halbwegs gut geht, damit das Programm soweit gesichert ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier ein bisschen drauf. Krawatte, Schaufel. Schachbrett? Ich glaube, mein Problem bei solchen Wimmelbildspielen ist, dass ich meistens hier so durcheinander gucke. Socke, Pfeife. Socke. Schaufelkamera. Naja. Kamera. Mich würde auch mal interessieren, hoffentlich kommt das noch raus, um zu erklären, warum hier alles so verfallen aussieht, als wenn hier seit 50 Jahren nichts mehr gemacht worden wäre. Oder so in etwa. Das kann ja auch nach 20 Jahren so gammelig aussehen. Aha. Pfeife, Socke, Stiefel. Was für eine Pfeife? Eine Trillerpfeife oder eine, wo man draus raucht? Ach so, das war ein Frosch. Ah. Augen auf beim Suchverkehr. Stiefel? Bügeleisen, das muss ich doch irgendwo schon gesehen haben. Oh, das war die Schaufel. Schön gucken. Oh, haben wir das denn fein? Naja,
Nicht unbedingt gut, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen noch. Krawatte. Ah, zack, zack. Jetzt sind es nur 4. Ja, manchmal kommt man sich wirklich ein klein wenig blind vor bei solchen Spielen. Keine Ahnung, was das für ein seltsames Gerät sein soll. Vorhängeschloss. Ach, das ist doch so eine charakteristische Form. Warum sehe ich das denn nicht? Ach, ich kriege doch schon fast rein in den Bildschirm. Ich denke mal nicht, dass das so ein großartiges Problem ist, weil ich das auf 1080p spiele und aufnehme. Ich denke mal, sollte ich meinen Windows XP Pro PC kriegen, für das es hier produziert wurde, DirectX 9, 720p, würde das wahrscheinlich noch ein bisschen schärfer aussehen, wenn ich das auch in entsprechenden 720p aufnehme. Mal sehen, ich bin ja noch am Experimentieren und mal sehen. Momentan nehme ich das ja mit meinem jetzigen System auf und hoffe, dass ich dadurch noch ein bisschen bessere Qualität hinkriege mit den entsprechenden Videos, in denen, so wie es gedacht ist. Na los, Kommissar Blind muss doch was finden. Also beim letzten Mal war ich besser. Du hast... Das letzte Wimmelbild habe ich doch besser gemacht. Hehehe. Na komm. Ja, das kommt davon, wenn man etwas Moderneres sucht. Das Pferdchen muss ich aber auch irgendwo gesehen haben. Es sei denn, es ist sowas Böses irgendwo nur aufgemaltes. Jetzt sind es nur noch 3. Vorhängerschloss, Pferdchen, Pfeife. Da waren es nur noch 2. Ja. So klein und schön böse versteckt. Am besten noch in derselben Farbe wie die Umgebung. Da muss man wirklich Adleraugen haben bei sowas. Oder einfach ausgeschlafen sein. Naja, ich bin beides nicht und deshalb dauert das auch ein wenig bei mir. Ja, was habe ich vorhin gesagt mit der Farbe und der Aussehen? Naja, Schaufel für naja, finden wir schon raus. Einsames Haus. Und was gibt's da noch zu tun? Verschlossen. Wäre ich nie drauf gekommen. Und was will das Spiel jetzt noch von mir? Mal gucken. Was will das Spiel jetzt noch von mir? Mit der Schaufel? So. Dann rein wir mit dir. Schickes Haus. was? Ja. Oh Mann. Ja. Da fehlt eine Kachel. Nö, ich habe nichts, was hier halbwegs was bringen könnte. Aha, zum Abendessen niedergelassen zu haben. Schön. Na gut, das funktioniert nicht. Ah, der gute alte Meißel. Auf dem ist Verlass. Oh no. Ordnen die Karren so, dass sich ein Bild ergibt. Mit dem ersten Scharnierbeginn
die richtige Reihenfolge. Ich glaube, ich weiß nicht, worauf das Spiel hinaus will. Halt! Auf jeden Fall denke ich mir. Entschuldigung. Ach so, das ist sowas hier, wie man den ganzen. Ja, hier muss man solchen ganzen Handkram ordnen. Dass sich so ein Bild ergibt. Halt. Wow. Ich hoffe mal, es ist so gemeint. Ansonsten bin ich wirklich doof. Auf jeden Fall scheint hier noch. Das scheint auf jeden Fall so zusammenzugehören. Hoffentlich. Das ist doch ein Bild, oder? Das ist doch ein Bild, oder bin ich jetzt total doof? Schon gut. Ja, dann schmeiß ich halt das. Jetzt kommt schon. So. Das verstehe ich jetzt nicht. Nö, das verstehe ich jetzt nicht. Das hier gehört auf jeden Fall zusammen. Das hier auf jeden Fall. Halt. Ach, warum ist das so? Warum reagiert das so langsam? Gucken wir noch mal kurz in die Anleitung. Es sollte sich doch ein Bild ergeben. Naja. Fangen wir noch mal an. Ich verstehe es nicht. Na, jedenfalls. Ich werde euch jedenfalls nicht ewig mit dem Ding hier quälen. Zumal ich es einfach nicht kapiere. Und naja.
Mal schauen. Vielleicht könnte das hier irgendwas sein. Oh Mann. Naja. Ei. Jedenfalls, wir machen etwas, was ich eigentlich ungern tue, wenn ich nicht weiterkomme. Rumprobieren würde wahrscheinlich nichts bringen, weswegen ich gleich den kürzesten Weg mache, den ich eigentlich nicht mag. Aber weil ich nicht den Rest des Parts hier rumhängen will. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Oh je, je. Aus dem Foto ist ein altes Buch zu sehen. Aha. Yep, eine Art Code. Ist hier noch irgendwas? Nein. Mitglied der Familie? Ja. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr schick aus, das Haus. Ein altertümlichen Landhausstil. Auf jeden Fall elektrischen Strom scheinen sie ja zu haben. Was ist das? Ach so, ein Reagenzglas. Na denn, Spiel, was soll ich hier noch machen? Na los, sag was. Absturzstelle. Ach, wenn ich das schon lese. Ich finde es ja persönlich sehr schade, dass es hier... So. Dass es hier nicht dieses übliche... Man klickt irgendwo auf die Karte und schon beamt man sich dahin. Okay. Säure. Sehr schön. Aber bald dürfte die Karre ja in Geistdorf gehen. Die Kirche. Was erwartet uns wohl da drin? Und was sollen wir mit der Säure? Die Kirche. Nein. Müssen wir doch noch... Ja. Enterhaken. Oha. Na dann mach was dagegen. Krach müsste ja wirklich ohrenbetäubend sein. Ja, und was soll ich jetzt machen, Spiel? Augen. Uhuhuhu. Nicht schlecht. Da fällt die Glocke. Hat sich ausgebimmelt. Also damit habe ich nicht gerechnet. Zack. Das sieht aus wie ein Stierherz. Ich kann mir vorstellen, dass die Glocke normal ist, aber mit diesem seltsamen Stößel ist sie dadurch geworden. Nur denn, es hat sich ausgebimmelt. Sehr gut.
Und zum Abschluss machen wir nochmal diese, noch ein kleines Wendergild. Und ich hoffe, diesmal stelle ich mich besser an. Das war kein Kompass, sondern eine alte Uhr. Blitz ohne. Nein. Sichel, Schal. Was meinen Sie hiermit ohne? Eidechse. Ist das keine? So, dann ist halt das eine Eidechse. Was noch? Naja. Aber einen Engel haben wir schon mal. Und den eingravierten Blitz. Irgendwie wundert mich das auch nicht, dass man solche Sachen immer irgendwo eingraviert findet. Hätten wir nur noch Besenkranz. Da hat er den Kranz. So. Besen und Kompass. Zack. Und wo ist der Kompass? Keine Zeit verlieren. Da habe ich doch schon drauf geklickt. Nicht hart genug. Naja, jetzt sind wir in der Kirche. Ah, den gibt's auch noch. What the? How did I get here? And where's the preacher? I've been coming here every day for years. And he's always here. Well, I was home, talking to my late wife's memory, when the storm broke. That's the last thing I can recall. Oh, I feel so weak. Legs wobbling like a newborn calf's. Like something just drained the life from me. But about that girl you're looking for. I saw her a few times with the boy from the farm west of my house. Watch them two right from my balcony. Sehr schön. Der war recht hilfreich. This is the dagger that man stole from my room. Wenn es Fingerabdrücke gibt, wird der Dolch den Täter sicherlich überführen. Ja. Entschuldigt. Das habe ich manchmal. Na denn, hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr zu tun, oder? Nö. Gehen wir nochmal kurz ins Gästezimmer und beenden da den Part. Aber vorher... Mich würde interessieren, wo dieser Prediger Knilch ist. Solange er jetzt nicht in meinem Zimmer auftaucht. Die sind nicht nett. Okay. Ja. Stimmt. Sie erinnert den Zeichnung der Glocke gefunden. Ein wichtiger Code. Ja. Ruinencode. Auf jeden Fall haben wir das hier. Na denn, das genügt, um den Prediger zum Hauptverdächtigen zu machen. Ritual durch Blutspritzer auf der Klinge. Gut, das hätten wir erledigt. Oho. Das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Irgendwo in einem dunklen, geheimnisvollen Ort. Naja. Wie dem auch sei. Ich gucke mir noch mal ganz kurz was an und dann geht's. Da hast du. Naja, so weit, so gut. Das beenden wir erst einmal.
Na denn, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.